Tja, wieder ein Zufallsfund. Eine alte Quad-Verkauf. Bin ich dran vorbeigefahren und habe auch gesehen, dass hier offen ist. Ja, Wahnsinn. Wieder mega cool. Na, ich mach mal lieber hier zu. Ja, war mal ein Quad-Verkauf. Und Werkstatt wahrscheinlich. Darum sind jede Menge Autositze, was dagegen spricht. Aber Explosionen. Vielleicht wurden hier Batterien gesammelt, weil die können ja explodieren. Könnte ich mir vorstellen. So, einmal hier reingucken. Ja. Da ist sogar noch eine Überwachungskamera. Ja, die wird wohl nicht mehr funktionieren. Ja, von vorne sieht das relativ klein aus, aber scheint doch viel größer zu sein. Da auch jede Menge Autoteile, war also auch Autowerkstatt. Oh, mir gar nicht aufgefallen, Dach ist auch schon kaputt. Hier jede Menge Grills. Wahnsinn. Boah. Okay, hier war Lagerhalle anscheinend. Ist hier viel zurückgelassen worden. Wahnsinn. Jede Menge Autoteile. Da oben sind alles Scheiben. Richtiges Scheibenregal. Habe ich so auch noch nicht gesehen, ist aber ziemlich cool, durchdacht auf jeden Fall. Auch alles beschriftet. Hier mal weiter gucken, ob wir in den Quad-Verkauf reinkommen. Ich bin jetzt hier gerade in Belgien unterwegs. Wow, also so viele Autoteile. Jetzt hier auf dem Boden, Öl oder so, ist auf jeden Fall nicht so schön. Ja, so viele Stoßstangen, also es scheint wirklich nicht klein gewesen zu sein. Wundert mich, dass nur noch Stoßstangen da sind und nicht Motoren und alles, ne? Also wirklich nur die Stoßstangen. Ja, und das ist ja riesengroß. Also von vorne sah das wirklich klein aus. Da sind auf jeden Fall jede Menge Tanks. Alles Tanks, auch alles Auto. Tja, wo sind die Quad-Sachen? Und hier kommen wir wieder rein. Ja. Ein Hundeplatz auf jeden Fall. Wie in jeder guten Werkstatt gehört immer ein Werkstatthund dazu. Ein Bier, was noch voll ist. Ja, das war hier wohl das Büro. Ich hoffe, ich wurde nicht gesehen, weil ja, ist halt wirklich direkt gegenüber Wohnhäuser und alles. Hier auch Autoteile, Öle, Wanderschuhe oder Arbeitsschuhe? Arbeitsschuhe wohl eher. Sehen ein bisschen aus wie Wanderschuhe. Na, hier ist auch nochmal Büro. Ui. Das war ein bisschen laut. Okay. Hier sieht es eher aus, als hätte hier jemand gewohnt. Im Bett, Klamotten, Topf. Tja, Schrank.
und jede Menge Schuhe. Ja. Auch normale Schuhe. Ja, vielleicht hat hier ein Mitarbeiter gewohnt oder so. Hier steht Toilette, aber da geht es in den Verkaufsraum. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt als nächstes hin, und zwar hier durch. Ja, hier ist auf jeden Fall Küchenbereich, würde ich sagen. Na, da sind auch Teller und so. Muss mal eben gucken, ob ich unentdeckt geblieben bin. Ich glaube ja. Na, ich glaube, das ist schon eher jetzt Quad. Na, das hier ist die Quad-Abteilung sozusagen. Oh, cool. Oh, cool. Ja. Das ist wirklich sehr cool. Ja, da draußen steht ein LKW. Ich glaube aber nicht, dass der hier zugehört. Ja. Das war tatsächlich ein Quad-Center. Derby. Ja, hier hängen noch die Fahnen von den Marken. Snap-on. Hier sind noch Scheinwerfer. Tja, hier hat irgendwas gebrannt, ne, wie immer. Und hier geht es noch in einen Raum. Ich würde sagen, sowas wie ein Lager. Ha, Leo Vinci. Ein Karton von einem Auspuff. Und das hier sind alles Verpackungen von Helmen. Sind allerdings alle leer. Hat man hier hinten einfach den Müll geschmissen. Zeus. Mikrolink. Okay, das was ganz anderes. Ja. Da ist schon das Nachbarhaus. Ich hoffe, wir sehen mich nicht. Deswegen gehe ich mal wieder raus. Quad World. Ja. Wobei, das hier, ja doch, könnte von Quad sein. Ja, ist ein Quad. Da ist aber auch für Roller. Also kann auch sein, dass hier auch Roller verkauft wurden. Nicht nur Quads, ne? Der Leo Vinci Auspuff war zumindest für einen Roller. Kann natürlich sein, dass so ein Quad auch teilweise Rollerauspuffanlagen verbaut bekommt. Je nachdem, was für Motor die haben. Hier ist auch ein Bild von Quad. Ich glaube, das ist sogar der, vielleicht einer der Besitzer oder der Typen, die das hier gemacht haben. Hier auch wieder Kisten für Unterlagen. Hier irgendwelche Zierleisten, allen möglichen Kram, Krims und Krams. Sehr interessante Location. Einfach so Zufallsfund. Ah, da geht's auch noch. Da waren wir noch nicht. Oh, richtig viele Radkappen, sogar noch neu eingepackte. Aber was mir auffällt, das ist nur Opel. Das war eine Opel-Werkstatt. Das ist alles nur Opel. Das ist mir eben schon aufgefallen, dass diese ganzen Stoßstangen fast ausschließlich Opel waren. Fast. Da waren ein, zwei Ford und so bei, ne? Das auch Ford. Aber das ist alles Opel.
Opel. So, und hier ist die Werkstatt. Oh, und kann man genau reingucken. Das ist natürlich super. Das heißt, man kann mich auf jeden Fall jetzt sehen. Ja, hier sind irgendwelche Muster von Platten. Also wurde auch scheinbar hier teilweise anders noch benutzt. So innenausstattermäßig sind hier Unterlagen. Auch da irgendwie so eine Innenausstattung. Ja, vielleicht wurde es angemietet. So, ich würde sagen, es geht weiter. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo und einen Kommentar da lasst. Das ist ja wohl ein dicker Knochen. Also der Hund, der hier war, der war wahrscheinlich nicht so klein.